Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Talkshow. Heute wird es um den Beruf des Gebäudereinigers gehen und dazu haben wir auch ein paar Leute auf der Straße befragt. Vielleicht schon mal von dem Beruf Gebäudereiniger gehört? Ja, Gebäudereinigerin. Ich kann mir zumindest darunter vorstellen, was es sein soll. Ehrlich gesagt habe ich noch nie einen gesehen, aber gehört habe ich von Gebäudereinigern schon, ja. Ja, und was stellen Sie sich denn darunter vor? Ich stelle mir jemanden vor, der die Räume eines Gebäudes nach und nach reinigt. Ja, der hält meine Umgebung sauber. Ne? Wenn ich hier zum Arbeiten komme, dann muss ich mich ja konzentrieren. Und wenn überall der Müll rumliegt und alles dreckig ist, dann fällt mir das schwer. Und außerdem wird es auch ungesund. Und die Gebäudereiniger machen immer alles schön ordentlich. Wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Also haben Sie viel zu tun oder? Ja, zu viel zu tun und zu wenig Leute und man muss ganz schnell arbeiten. Sie? Naja, die müssen natürlich, ich weiß nicht genau, manche fangen ganz früh morgens an, weil die können natürlich nicht sauber machen, wenn ich selber arbeite. Die müssen also entweder ganz früh morgens kommen oder nach der Arbeit, wenn ich schon wieder weg bin. Also entweder abend die Abend. Was denken Sie, wie werden solche Gebäudereiniger angesehen? Also ich denke, sie werden eher eine Unterschicht angesehen, weil es halt ein Beruf ist, der jeder machen kann und aber keiner machen will, weil man auch wenig verdient. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, nicht? Weil das ist natürlich blöd. Den Müll wegmachen, da könnte man sagen, oh, das ist ja irgendwie nicht so doll. Aber andererseits, man muss natürlich bestimmt ganz viel dabei beachten, nicht? Also, dass man den Müll, wie man das alles sauber macht, gibt ganz viele verschiedene Techniken, die muss man beherrschen. Und also wer ein bisschen nachdenkt, der wird den Beruf so wichtig ansehen wie alle anderen auch. Oh, ich glaube, das ist ein relativ harter Job, weil man muss ja schwindelfrei sein. Und aber man hört so wenig von denen. Also man könnte euch öfter mal was drüber schreiben, so über die in den Zeitungen und so. Vielen Dank für das Interview. Ja, gerne. Viel Spaß noch. Mögen Sie sich mal kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist Claudia Fischer und ich bin 35 Jahre alt. Und wie lange sind Sie schon Gebäudereiniger? Vor 5 Jahren habe ich angefangen, die Ausbildung zu machen und dann arbeite ich jetzt schon 2 Jahre lang. Ja, und wie sieht so Ihr Alltag aus? Also ich stehe morgens auf, dann fahre ich zu meinen Geräten und nehme mir die entsprechenden mit und dann fahre ich zu Schulen, Krankenhäusern oder so und putze da. Und an welchen Orten hast du schon geputzt? In Krankenhäusern, Schulen, Büroräumen und Fassaden, so ja. Und haben Sie auch schon mal in Außengebäude geputzt? Noch nicht wirklich. Haben Sie eigentlich Höhenangst? Nein. Und was muss man für einen Abschluss haben? Man Gebäudereiniger wird? Also man braucht einen Hauptschulabschluss und dann hat man noch eine 3-jährige Ausbildung. Vielen Dank für Ihr Interview. Ja, gerne. Fazit ist, dass Gebäudereiniger sehr wichtig sind, aber sie viel zu niedrig in der Gesellschaft angesehen werden und ohne sie wäre alles dreckig und die Stadt hätte ganz schön viel Müll und deswegen sind sie sehr wichtig. Und ich bedanke mich für das Zuschauen und hiermit ist das Thema für Gebäudereiniger geklärt und beim nächsten Mal sprechen wir über den Beruf einer Sängerin. Das war's mit der Talkshow. Tschüss, bis zum nächsten Mal.